Also, ich bin am Pellet pressen. Das ist das erste Mal, wo ich Pellets presse, muss einfach mal richtig funktionieren. Hallo, ich bin Udo. Ich würde gerne Ihr Rechnungsmittel da nehmen. Ja, ich. Gute Zeit, weil ich habe ja auch die BGA gekauft. Echt? Ja, ich habe mit Bernd geredet, dass die jetzt billiger kommen für 300.000, vielleicht noch 5.000 übrig. Also, sie könnten jetzt in ein Ziel gucken. Händler, steht mein Teufel im Weg? Nö, geht. Okay. Ja. Was? Denn die Wallet ist gezahlt, ja. Genau. Hundertsiebenundvierzigtausend muss noch zahlen. Ja, können wir auch machen. Hallo. Ein Upload hier. Und sag, wie viel kommt für den Auftrag des Stresch? 1000. 1000? Okay. Wo ist noch das Abgern, bitte? Was? Wo ist noch das mit Abgern, bitte? Ja, dann ist fertig. Okay. Ich bin überfällig. Wir werden jetzt 17.900. Nee, 171.000. Ich hab nicht so viel. Ja, dann kann Ami noch was dran sein. Ich glaube, ich nee, sie könnten das erstmal zu so lassen und wenn ich mal Geld habe, dann kauft das Rest in die Welt ab. Ja, ich habe halt jetzt noch nicht das Geld, ich muss irgendwann anders. 32.000. Also 32.000, ja, das schon. Danke. Also ich tue es schon mal laden und halt wenn sie dann wieder Geld haben, dann kann ich mir Bescheid sagen, wenn ich dann wieder was. Ja. Ja, ich habe ein Problem, unsere Eltern merken bloß sagen, das muss ich sofort investieren. Okay. Ich muss halt irgendwie einen Bankberat finden, wo mir einen riesen Kredit gibt, dass mir alles kaufen kann. Ja, weil der Bürgermeister hat gesagt, für LU
Es gibt sowas nicht. Also, ich muss auch verbinden mal den örtlichen auf den. Ich einfach mal. Wo sind wir denn gerade? Ich bin mal. Ich bin am Feld von. Vom Hilfe. Da muss ich dreschen. Ja. Ne, ich kann dir nicht sagen, das ist. Ich danke gerade dem. In dem Dorf. Unten bei der Kuh. Ja. Neben dem Bäumen halt. Da sind wir danke gerade. Okay. Da muss ich einfach vorbeigehen, der gibt mir auch alle Fälle. Okay, dann muss ich einfach sagen, ja, ich habe den Kredit von 3 Millionen Euro oder so. Sagen einfach, 3 Millionen, wenn wir zuhören, haben sie 1 Million als alle. Ja, so tschüssi. Ja, Papa. Ja. Servus. Moin. Pellet pressen. Dann schaffen wir auch, dass ich mir die Rolle. Ja, halbe Stunde noch. Machst du irgendwas, was ich schnell machen kann? Oh. Du könntest mit deinen 700er mir meinen Anhänger vorbeibringen. Oh, es geht. Na, komm mal zu mir, wenn du da bist, weil ich bin gerade voll. Auf dem Feld stell ich mir hin, weil ich möchte auch mir schnell zum Holland noch eine Palettengabel bestellen, dass ich den Du hast ja keinen Frontlader. Achso, du hast am genau, du hast ja am Fend. Jo, bestelle ich dir dazu. Ja. Wie viel kostet die? Oder die Palettengabel. Ich schau kurz. Frontlader. Macht nur 800 Euro. Jo, danke. Und soll ich einfach ein Heizkraftwerk rein? Nee, ich lass einfach mal den Anhänger da stehen. Warte, wir lassen ihn anschalten. Ich fahr 7 Gramm. Hallo. Hallo, eine Uplinkie. Überweisen Sie mir schon mal das Geld, die 1000 Euro, die wir ausgemacht haben, fürs Waschen. Und der Zahlbahn noch lange gleich. Ja, mach ich gleich. Warte mal kurz, Luis, irgendwas ist, passt ja gerade nicht, weil irgendwie nimmt es nicht auf. Ich fahre mal zum Rad. Ja.
würde dann einmal 5000 Euro machen. Nee, Spaß. Ich kenne das so einen, der hat immer gesagt 100.000 Euro. Ja. Oha, hat die eine Abnutzung, Alter, die Primus. Ja. Also ich sehe nicht, dass die verstopft ist. Ja, jetzt geht's wieder. Ist die schon wieder verstopft, Alter. Jo. Händler? Ja. Ja, wo soll ich denn dann den Holzschein parken, wenn ich schlecht bin? Vorne am Feldrand steht der Schneidwerkswagen, da wird das Schneidwerk drauflegen und zu meinem Händler fahren. Zu okay. zu meinem Hof. Jakob? Ja. Hinten, ne? Hinfahren? Ja. Okay. Herr Blunk? Ja. Stellen Sie den Drescher einfach vorne ab, das macht dann der Herr Kamikaze. Okay. Oh, ich überweise Ihnen kurz das Geld. Herr Blum? Ja. Auf 500 Euro. Ach so. Oh, well, sorry. Ja. Wir machen es so, wir packen den Schneidewerk, das Schneidewerk auf den Schneidewerkswagen, auf den Schneidewerkswagen, ja. Mal ab. Also Sie fahren da mit dem Drescher vor, oder wie? Nee, ich fahre da mit meinem Drescher, da ich dann, und Sie fahren den Drescher. Aber ich nehme den Schneidewerkswagen. Ja. Stehen Sie nicht mal? Ja. Oder fahren Sie bitte mit dem Drescher, weil ich muss dann noch in meinen Traktor holen. Jo. Jo, Bart. Nein, kann das denn? Tschö. Kann man mal gerade auf unseren Ball sein? Ja. Ich werde hier, ich muss nicht sehen. Das ist wieder den nicht. Wie waren wir da? Wann wir nochmal zurück? Wann wir den? 15 vor? Ich muss mal mit dem...
Ja, ich habe Ausrede, wenn ich nicht wissen. Soll ich auf sie warten, weil ich muss zum Hafen? Nö, ich muss zum Hafen. Nee, brauchen wir nicht. Wir fahren ja eh in die andere Richtung. Jakob, ich stelle dir den Wetter und dann wieder in den. Jo, mach das. Ich fahr schnell den Drescher heim und dann kommen wir mit dem. Jo. Digga. Ah, oh, da habe ich auch gesehen, da kippe ich die Pellets dann rein. Nee, alle wird's nicht packen. Ey, weißt du zufällig, also ich bin zwar der Händler, aber mit Primus habe ich mich noch nicht beschäftigt. Da hast du schon mal irgendwo was gemacht damit? Aber wenn die verstopft ist, was muss ich da machen? Normalerweise teile ich diese halt nicht selber aus. Vielleicht war ich dann alles nicht selber. Ich hab die Primus, oder? 5000. Okay. Ja, okay. Denkst du, dass ein Uni ist schon bereit, einen Auftrag zu nehmen? Das habe ich ja auch gerade schon machen lassen. Ja, aber ich denke dann trotzdem gerne den Auftrag für die Aufnahme. Ja, kann ich machen. Ja. Nee, der ist von Glas gemietet. Ja, aber ich darf 10 Stunden damit arbeiten und dann muss ich zurückgeben. Ja. Moin. Moin. Ja, warte kurz. Nee. Was dann los? Nix, jetzt zur Zeit halt, Mensch. Okay. Und zwar wissen Sie schon, wann noch Sie meinen Drescher bestellen können. Wenn Sie das Geld dafür haben. Okay, wie bräuchte ich da? Circa 600.000. Okay, da brauche ich noch ein bisschen. Aber ja, das ist 50.000. Naja, okay, dann ciao. Ciao. Ja. Also, du hast gesagt, du hast schon jetzt 5 Stunden. Ja, dann pass auf, kannst du noch einen anderen irgendwo aufbauen? Nein, ich hab den halt 10 Arbeitsstunden. Ach so, ja, okay, wie lange hast du den jetzt hier gehabt? Vielleicht 2, oder? Höchstens. Also, sagen wir mal so 2 Stunden, ja, dann 8 Stunden brauchen wir noch nicht mehr, wenn ich das 8-2 Arbeitsstunden. Ja, dann mach ich das noch. Und ich hoffe, dass der nächste an der Unfallwelt. Ja. Du weißt, da bestellt er sich einen großen Lexion und dann kann er es nicht zahlen. Und ich sag halt, bevor er K-Anzahlung wenigstens macht, bestelle ich halt auch nichts mehr. Ja. Weil, naja, Anzahlung bringt auch nichts, weil ich bestelle es ja über sein Konto und dann wird es ja gleich abbucht und wenn es nicht abbucht wird, kann ich es nicht bestellen. Ja.
Ja. Okay. Wie? Die Federstadt, wenn du die jetzt erstmal nicht mehr brauchst, dann solltest du mir die zurückbringen. Jo. Ja. Ja, Sie sehen doch, dass ich hier raus vorbeifahre. Da müsstest du kurz warten. Weil ich in die andere Richtung geschaut habe. Ja, dann müssen sie halt. Dann fahren sie halt nicht komplett gleich raus. Wenn ich sie mal bremsen jetzt. Ja, ich habe ja gebremst. Ich war voll auf der Bremse. Mit dem mache ich ja mehr Minus, als wenn ich Maschinen stelle. Was? Ja. Auf A! Läuft das immer noch auf dem Traktor? Ich glaube, der spinnt. Die spinnen. Ja. Jetzt will ich mal mit dem Händler. Okay? So. Ja, später. Ey. Warte, wir nehmen den Kack auf Kacke. Ist es kaputt jetzt oder was? Weil ich gar nicht das Flügel kaputt und Bei was? Beim Fell? Ja. Ist der blöd? Kommt jetzt neu, ne? Ja. Ja, mussten mal vorbeistellen, vielleicht habe ich da was daheim noch. Ja, ich bin jetzt schon da. Ich stelle mal die Sonne so ab. Und erweitern ich halt auch von den Abschluss und ich kann das noch wieder dann bisschen da Ja, ich schau da später mal drauf. Ich habe leider nichts, ne. Ach, du kannst den IAC noch mal nehmen, wenn du willst. Echt? Jo, der steht hinter meiner Maschinenhalle. Aber schiebe mal die Autoleiche ein wenig auf Seiten. Kosten nicht der letzte Jahr. Weiß ich jetzt nicht. Müsste ich nachschauen. Also, ich bin jetzt am Feld und der Katalog ist in meinem Büro. Es geht gerade schlecht. Also. Aber wenn ich wieder daheim bin, dann sage ich den. Ja, aber vielleicht klappt auch ein Tucano zum letzten Jahr. Okay. Und weg mal den Blumen. Den 800 S4 Wald Lager bestellen können. Dann verkaufe ich wahrscheinlich meinen Waldraum und kaufe das 4. Okay. Ja, ich weiß nicht. Jo. Und gut.
Hast du mal ein Fahrzeug, wenn ich verdiene dafür? Er hat schon 1000 Euro verdient. Bei mir. Ja, aber ich bin auch nicht gut. Ich bin mir nicht mehr zu sehen, weil ich nicht so gut bin. Eigentlich nicht so gut, aber ich kann mir das nicht so gut sein. Ja, tut mir leid, aber... Ja, nur so. Wie schaut dein Handy aus? Ist hier noch Fruchtflügel und Reisen da? Oh, muss ich mal schauen, ich weiß es jetzt nicht auswendig, tut mir leid. Hast du das Gruppel jetzt in deinem... Weißt du, was jetzt mal mache? Ich kann mit dem Radler da fahren, mit dem Auto und so. Okay? Hm. Was soll denn... Ach, oder? Jakob? Hm. Weißt du was, ich tu mal die Pflanzenschutzbänder weil zu mir nach Hause fahren mit einem Motor oder bei der Hose. Hab ich drauf oder Gabel? Jo. Da brauch ich dafür. Ich hab ja nicht gesagt. Ja, du hast eine Fehlüberweisung gemacht. Ich hab da was falsch angeordnet. Ey, was hast du falsch angeordnet? Nein, du musstest mehr nur die Provision zahlen und nicht den Träger, weil den Träger bestelle ich hier über deinen Hof. So. Ja. Wir müssen uns mal der Auto umziehen, wenn wir ein bisschen haben. Ja, okay. Die Palettenkabel. Habe ich auf jeden Fall schon angewiesen, also ich muss ja da gleich los. Oh. Nö, ich habe noch viel Pellets zu pressen. Obwohl, ich habe eine Idee, warte mal. Blunk! Blunk! Alter, ist der taub. Aber meine lieben Freunde, das war's von dieser Folge Tufamos, ja, Mühlenkreis AP. Wenn es euch gefallen hat, das Liken nicht vergessen. Und wir bedanken uns fürs Zusehen und sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.